Heute möchte ich Ihnen einen kurzen Einblick in eine meiner Lieblingsführungen geben, nämlich Anekdoten und Kurioses aus der Kleeblattstadt. Ich habe mir eine Geschichte von einem stadtbekannten Fürther Original, das zu ihren Lebzeiten wirklich jeder kannte, ausgesucht, nämlich das Pfeifendurler, das Sie hier also auf dem Foto sehen. Das Pfeifendurler hieß mit bürgerlichem Namen Doris Kraus und lebte von 1842 bis 1927. Ihr Spott- oder Spitzname Pfeifendurler kam also Durler von ihrem Vornamen Doris Kraus und Pfeifendurler, weil sie eben eine passionierte Pfeifenraucherin war, was in der damaligen Zeit, also an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, einfach noch sehr ungewöhnlich war. Sie war, wie man sieht, etwas kleinwüchsig, hatte auch ein etwas viriles, also männliches Aussehen, war geistig also wenig flexibel und lebte natürlich in sehr armen Verhältnissen, weshalb sie sich ihren Tabak für ihre verschiedenen Pfeifen meistens zusammenschnorren oder zusammenbetteln musste. Sie hatte viele Pfeifen, unter anderem eine sehr lange, die ging bis zum Boden und da hatte sie sich unten die Spitze hindrapiert und mit der Spitze spießte sie also, wenn sie durch die Straße oder Gassen ging, Zigarettenstummel oder Zigarrenstummel auf, stopfte sie in ihre Pfeife rein und das rauchte sie dann. Eine andere Angewohnheit von ihr war, dass sie also gerne durch die Fürther Gaststätten gegangen ist, aber nicht um sich was zu kaufen, sondern eben um Tabak zu schnorren. Und wenn da eine Männerrunde in feuchtfröhlicher Gesellschaft beieinander saß, dann hat man ihr gern eine Zigarette oder ein Stück Zigarrenstummel gegeben. Das hat sie dann das Papier aufgedröselt und in ihre Tabakpfeife gesteckt. Weniger beliebt war natürlich eine andere Angewohnheit von ihr, dass sie nämlich gern einen kräftigen Schluck aus den Bierkrügen der Männer, die da saßen, genommen hat. Wenn einer nicht aufpasste oder gar aufstand, vielleicht zur Toilette ging, dann, wie gesagt, hat sie also schnell einen Schluck Bier genommen. Das war natürlich sehr wenig beliebt, das mochten die Männer überhaupt nicht. Pfeifendurler, Pfeifendurler, ihren Spottnamen haben sie ja danach gerufen, das machte sie wütend. Und sie hat dann gern ihre Pfeifenspitze unten genommen und gegen die Männer gestichelt. Und der Wirt musste dann schauen, dass er die Streithähne wieder auseinanderbringt und sie aus dem Lokal entfernt. Ja, im Jahr 1918, also 9 Jahre vor ihrem Tod, ist sie dann in die Pfründ gekommen. Die Pfründ war damals also das erste Pflege- und Altenheim in Fürth, oben in der Würzburger Straße, das gibt es heute noch, heißt heute Grete-Schickedanzheim. Und dort ist sie dann also immerhin im Alter von 85 Jahren gestorben, was für damals also eher noch ungewöhnlich gewesen ist. Ja. Eine schöne Erinnerung an sie ist also tatsächlich, dass es heute hier in der Gustavstraße in Fürth eine Wirtschaft gibt, die also nach ihr benannt ist, nämlich das Pfeifendurler. Ja, meine Damen und Herren, was für ein Glück, dass wir Sie durch unsere schöne Stadt Fürth führen dürfen.